Das ist ein sogenannter Torstau hier, der sich da ergibt. Alter, Alter, die ganze Bison-Armee wird reingelassen jetzt. Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus und wir sind hier immer noch dabei, das große, riesige Bison-Gehege aufzubauen. Wir haben ja schon richtig viele Bisons gekauft und die müssen hier natürlich untergebracht werden. Das heißt, wir brauchen eine riesige Fläche. Ich bin hier gerade dabei, noch die Barriere zu bauen und ich sehe schon, da wird es bestimmt ein paar kleinere Problemchen geben. Die müssen wir jetzt noch gleich korrigieren, aber das wird so toll, meine lieben Freunde. Wir haben hier eine Bootsfahrt drumherum gebaut in diesem Fluss, der das Gehege begrenzt und das ist ziemlich cool. Das ist nämlich so ein Fahrgeschäft, die man platzieren kann und da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn dann die Gäste damit fahren, was die dann so davon halten und vor allem, wie das dann aussieht, wenn da Boote durchfahren. Das wird so toll, meine lieben Freunde, das wird so toll. Genau, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, das, was ich hier an Barrieren baue, ist kein richtiger Zaun. Das haben auch einige in der Beta nicht so ganz verstanden. Das ist tatsächlich nur eine Markierung. Diese blauen, ja, Kraftfelder, das sind keine richtigen Zäune. Die Tiere werden da nicht zurück gehalten. Das ist einfach nur, wenn man eine natürliche Barriere im Gehege hat, wo die Tiere nicht durch können, dass dort die Pfleger dann auch wissen, dass dort ein Gehege ist und dass das Personal das weiß und dass auch die Tiere halt etwas haben, wo sie abgesetzt werden können quasi. Dafür sind diese Markierungen da, die sind nicht dazu da, um die Tiere im Gehege zu halten. Das geht jetzt natürlich wieder nicht, dann machen wir das jetzt etwas anders. Dahin, genau. Und dann nehmen wir hier das. Ziehen das noch ein Stück vor. Genau. So, jetzt kann ich hier die Tür reinbauen. Nehmen wir mal einen Holzeingang, wa? Sehr gut. So, und jetzt kann ich hier noch einen Pflegerweg machen. Einen kleinen. Hoppla. Einen kleinen, sagte ich. Nicht einen riesigen. Genau. Ist jetzt einfach eine Tür, die in der Pampa steht. Schade, dass es da noch nicht eine andere Lösung gibt. Aber, naja, ist halt so. Sollten die Bisons hier irgendwie hinkommen, dann müssen wir da irgendwie noch einen Zaun oder irgendwas bauen, dass das noch ein bisschen besser getrennt ist. Oder wir müssten hier oben irgendwie ein Zaunstück noch bauen oder so. Mal schauen. Ich probiere es jetzt erstmal so, wie es jetzt so funktioniert. Genau, dann würde ich hier die Futterstellen und so hinbauen. Vielleicht dann doch mit ein bisschen mehr Gras drunter. Hier so. Hier bauen wir jetzt die Futterstellen hin. Wir können ja mal machen hier. Art. Amerikanischer Bison hier, genau. So, was haben wir denn da? Wir haben den großen Futtertrog. Da wir sehr viele Bisons haben, werden wir wahrscheinlich mit einem Futterstelle gar nicht hinkommen. Da brauchen wir wahrscheinlich mehrere. Okay, das sieht wieder ein bisschen doof aus mit dem Gelände. Das müssen wir nochmal glätten. Genau. Und natürlich wieder eher Erde und Fels hier oben machen. Machen wir mal hier generell an dem Rand ein bisschen mehr Erde noch. So, genau. Und hier mehr Gras. Sehr schön. So, da haben wir hier schon mal eine Futterstelle. Dann kriegen sie am besten hier auch noch ihr Wasser. Das passt ja auch. Es ist ja quasi am Wasser. Genau. Unterschlupf würde ich jetzt tatsächlich so ein Holzding bauen erstmal. Ich meine, wir brauchen ja doch einige davon. Da wird ja einer gar nicht reichen. Den baue ich jetzt einfach mal hier so hin. Ah, warte mal. Dass die da auch reinkommen. Da ist jetzt natürlich unser Plan mit dem sehr starken Gefälle hier ein bisschen ein Hindernis. Ich mache es jetzt mal so. So, da nehmen wir mal... Was sind das? Mittlere Tiere oder große Tiere? Es sind eher große Tiere, würde ich sagen. Obwohl... Na. Ja, mach mal zwei große Schlafmöglichkeiten. Vielleicht können ja mehrere Bisons da schlafen. Wir gucken mal. Ich hoffe, das zählt auch als Unterschlupf für die. Dann brauchen wir noch eine Schubberstelle. Das mache ich eher hier vorne hin, solche Sachen. Hier so. Und da müssen wir wieder glätten. Ich sehe schon, das wird alleine schon deswegen hügelig, weil wir hier diese ganzen Beschäftigungsbauwerke da hinsetzen. Hier noch ein Fußball. Dann noch ein Greifball. Hä, wofür brauchen Bisons bitte einen Greifball? Kann mir das mal einer erklären? Den Greifball mache ich jetzt mal hier oben hin. Da
Damit die da auch ein bisschen was haben. Und vielleicht hier oben auch nochmal ein Schubber-Ding. Na, da müssen wir wieder glätten. Doof ist halt, dass er beim Glätten immer diese Standardtextur benutzt. Kann man dem das irgendwie verbieten? Nee, kann man nicht. Automalen. Egal. Gelände. Da machen wir nochmal ein bisschen mehr Fels hier. Warte mal, hier den glatten Fels nehmen wir dann mal. Und dann lieber ein bisschen Kotzgras hier in die Mitte. Und mit einem kleinen Pinsel noch ein bisschen Erde drumrum. Nice. Okay, ich würde die jetzt erstmal da reinlassen. Ins Gehege. Mal gucken, wie es so funktioniert. Im Zweifel finden die Leute da eh den Zugang nicht, die das jetzt managen müssen. Insofern bin ich mal gespannt. Also, Moment, die müssen wir erstmal in. Die müssen wir erstmal in Quarantäne stecken. Fällt mir gerade mal so ein. Dann lassen wir mal die Zeit ablaufen. Und sind mal gespannt, was gleich passiert. Und ich glaube, die roten Pandas habe ich gerade in der Liste gesehen. Die hat es hier in ihre Kisten rein versetzt. Die müssen wir mal aus der Box holen hier. Isabelbär wird bald Nachwuchs haben. Können wir hier noch irgendwen grüßen? Ja, hier den können wir noch grüßen. Können wir nochmal Arterhaltungspunkte. Sehr schön. Rosa Flamingo wird bald Nachwuchs haben. Tier ist hungrig. Ja, ich glaube, die Hälfte unserer Flamingos wird einfach verhungern, weil wir mit dem Futter da gar nicht hinterherkommen. Nur so eine Vermutung. Wie viele Futterdinger haben... Alter! Guckt euch das mal an, wenn die Flamingos gefüttert werden. Wie krass das einfach mal aussieht. Das ist mal eine Fütterung. Das verstehe ich mal unter einer Fütterung, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. War zu lange in einer Transportbox, hä? Wo ist denn die Transportbox vom Schwarzbär? Ah, Moment. Wir haben schon wieder diese Management-Sachen, diese Kleinigkeiten, um die wir uns wieder kümmern müssen hier. Hier, die Schwarzbären sind in der Transportbox. Alle Tiere aus der Box holen, bitte. Und ich glaube, wir können auch gleich nochmal einen Pfleger einstellen. Irgendwie ahne ich, dass es keine schlechte Idee sein könnte, das zu tun. Generell, warte mal, wir brauchen eigentlich auch noch viel mehr Arbeitsbereiche. Das war auch eigentlich eine Sache, die ich noch machen wollte. Das machen wir gleich auch noch. Weil, ja. Alleine hier für dieses riesige Bison-Gehege brauchen wir ja jemanden, der dafür zuständig ist auch. Das heißt, das machen wir jetzt gleich mal. Wir stellen jetzt hier mal Menschen ein. Gehegebarrieren müssen wir hier, glaube ich, gar nicht reparieren, weil ja gar keine Barriere existiert. Aber wir stellen mal zwei Tierpfleger noch ein. Der eine macht nur Reinigung. Der andere macht nur Fütterung, genau. Und dann sagen wir denen mal, euer Arbeitsbereich ist dieses Gehege und diese Einrichtungen, genau. Und das nennt sich dann Bison-Gehege. Genau. So, und du anderer hier, du kommst da auch mit rein. Bison-Gehege, dann sind die schon mal sicher da zugeordnet und kümmern sich auch um die Tiere und machen nicht irgendwas anderes. So, sind denn schon Bisons in der Quarantäne jetzt? Wie viele sind da jetzt drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiere, genau, perfekt. Hervorragend. Alter, die Flamingos, die vermehren sich jetzt richtig. Tja, wie sie hier einen Teller nach dem anderen leer fressen. Guckt euch das mal an. Gerade eben standen sie noch hier. Jetzt haben sie den leer gefressen. Und jetzt geht's zum nächsten hier. Das ist nicht normal. Guckt euch das an. Die haben hier gerade 4 Futterschüsseln leer gefressen. Wie so ein Heuschreckenschwarm, ey. Ist ja unglaublich. Einfliegen, leer fressen, weiterziehen. Tier hat Quarantänephase überstanden. Das ist schon mal gut. Fahrer, rosa Flamingo wird bald Nachwuchs haben. Allein diese ganzen Nachwuchsnachrichten werden uns einfach irgendwann so hart auf den Nerv gehen, dass wir keinen Bock mehr haben werden auf Flamingos. Wir werden sie wahrscheinlich aus dem Park jagen, ich sag's euch. Was ist hier? Ah, Technikforschung ist wieder durch. Und Veterinärforschung war auch durch, ne? Oh, die Erdferkel haben was bekommen. Schon mal gut. Viele Gäste denken, dass die Ticketpreise zu niedrig sind. Genau. Ihr mich auch. So, ich glaube, unsere Tiere können den Quarantänebereich verlassen.
Ich verlege die jetzt einfach. Bam! Jetzt bin ich mal gespannt, liebe Freunde. Ich ahne schon, dass das hier ein Problem werden wird. Weil die werden ja die hier jetzt hier vorne absetzen. Warte mal, wir machen da gleich nochmal. Ich ahne, dass das nicht geht. Ich ahne, dass das nicht geht. Weil die laufen ja, die werden ja hier in der Kiste abgesetzt so. Und dann sind sie ja hier schon in dem Bereich, wo sie rauslaufen können. Das funktioniert ja gar nicht. Nehmen wir mal hier die Holzplanken. Und ziehen die mal wenigstens bis hier vor. Sonst klappt das, glaube ich, nicht. Ist nur so eine Vermutung. Ich hoffe, die können da rüberlaufen jetzt. Vielleicht ein bisschen schmal für die Bisons, wa? Am Ende staut sich da dann so ein, Haufen Bisons da. Vielleicht hätte ich es mehr so da reinbauen sollen. Das war irgendwie mit den unterirdischen Zugängen etwas leichter, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schon in dem Moment getötet, wo ich alles abreiße. Weil jetzt einfach die Leute alle keine Ahnung mehr haben, wo sie hin müssen. Und es ist leider immer ein Gefrickel. Bei sowas, wo es so auf wahnsinnig hohe Präzision ankommt, ja, da ist es immer ein Gefrickel. Das ist immer so. Das geht gar nicht anders. Wenn das nicht, wenn das anders wäre, wäre das hier nicht Planet Zoo. Da wäre das, weiß ich nicht, Planet nicht Planet Zoo oder so. Ja, da wäre das was anderes. Da wäre das ein anderes Spiel. Da wäre das nicht Planet Zoo. Da wäre es auch nicht Planet Coaster. Dann wäre das einfach grundsätzlich ein anderes Spiel. Wie er sich grundsätzlich weigert, das zu verbinden, es ist einfach so göttlich, ne? Ja, ist doch, es geht doch, es ist doch da. Ich werde doch irre hier. Jetzt, genau. Bäm, oh Junge. Junge, dass ich das noch erleben darf. Ich hätte es mal lieber gleich als Brücke bauen sollen, das wäre leichter gewesen, aber egal. Dieser Felsding da, ja. Hier jetzt. Minimale Eskalation ist hier gerade angesagt. Ich glaube, ich habe eine Idee. So fangen meine berühmten letzten Worte immer an. Hier ist wieder nicht... Wie er nicht will. Ja, jetzt, genau so, jetzt rüber. Und jetzt gehst du da rein. Warum machst du das nicht? Es ist doch kein Problem. Geh doch einfach da rein. Ist doch alles gut. Ist doch alles cool hier. Wir sind doch unter Freunden, du kannst es doch machen. Komm jetzt, genau so. Wir kennen uns doch hier alle. Und jetzt... So, genau. Ja. Und jetzt hier das gleiche auch nochmal. Das wird das geilste Bibergehege. Ach, Bisongehege. Verdammt. Das wird das geilste Bibergehege, genau. Scheiße, ey. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich kann schon nicht mehr denken. Warum willst du das jetzt setzen da? Jetzt. Ich kann schon nicht mehr klar denken. Aber Biber wären auch echt geil, so als Tiere, so. Mann, shit, warum? Verkackt doch jetzt nicht hier, genau. Hä, wo hat er das jetzt... Jetzt blicke ich gerade nicht, wo er das jetzt hingezogen hat, warte mal. Mach's halt dahin. Ja, ist doch schön, guck mal jetzt hier, bam. Ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt abschließen hier. Pass mal auf, ich ahne jetzt schon, was jetzt passiert. Jetzt werden die Biber... Ach, die Bisons, die werden jetzt wahrscheinlich da vorne abgesetzt. Mal gucken, wo sie jetzt abgesetzt werden. Ich bin gespannt. Vielleicht hätte ich das nicht direkt beauftragen sollen. Ist nur so ein Gefühl. Mal schauen. Jetzt bin ich sowas von gespannt, wo die Biber... die Bisons. Die Bison-Biber jetzt da hinkommen. Boah, stellt euch das mal vor. So ein Bison-Biber. Das wäre auch geil eigentlich. Die Biber. diese Biber. Diese lästigen. Diese lästigen Biber immer. Eskalation. Ja, Biber-Eskalation. Es kann nicht sein, dass die Vögel mehr fressen als die Elefanten. Es ist aber so. Die Masse macht's. Guckt euch das doch mal an. Die haben schon wieder ihre Futtertröge komplett leer gefressen hier. Plümp hat's gemacht. Okay, das war die Tür. Meine Güte, wo bleiben sie denn? Komm einfach nicht. Ich hab die doch schon beauftragt, oder? Vielleicht muss ich's nochmal machen. Vielleicht hat's abgebrochen wegen findet den Weg nicht und so. Oder? Nee, die gehen einfach vorbei. Die machen nichts. Machen wir einfach nochmal. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ungültiger Ziel. Oh, okay.
Ich verstehe, irgendwas stimmt nicht. Warte mal, irgendwo ist jetzt das Gehege nicht dicht. Warum kann ich jetzt die Kamera nicht nach unten machen? Jetzt. Wo war halt der da? Und Hududu. Mann, doch, da Daten und Dusendasen. Mann, oh Mann. Das musste mal gesagt werden jetzt. Ja, mach's doch einfach da rein, genau. So, zieh runter, los. Mach das jetzt so. Ist es jetzt verbunden hier? Sonst bin ich hier gleich im Eskalationsmodus. Das wollt ihr nicht, dass ich da drin bin. Das wollt ihr einfach nicht. Keiner will das. Jetzt fehlt nur noch, dass die Bisons Wände hochklettern können oder sowas. Da! Komm mal runter. So, jetzt. Jetzt muss es doch dicht sein. Es ist doch dicht. Es ist dichter als ich. Verdammt nochmal. Es war doch auch gerade schon dicht. Das ist doch alles hier Fake News. Kein Gehege und so. Ungültiger Zielort. Ha, da siehst du. Bam. Bam. Da ist es. Und da war's. Und jetzt rein mit euch, ihr hässlichen. Ihr hässlichen, haarigen Wookie-Tiere. Ihr Wookie-Biber-Bisons. Ja, holt die jetzt mal jemand ab da, die Bisons? Oder was ist jetzt hier los? Ah, da kommen schon welche tatsächlich. Da rennen sie schon hier. Wie hier Gras über den Weg wächst, ist auch geil. Müssen wir mal wegmachen. Da rennen sie. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie da den Weg jetzt hochfinden. Das ist eh auch noch so das Ding. Checken die jetzt, dass sie da lang müssen und wo sie die Biber, die Bisons ablegen müssen. Jetzt bin ich gespannt. Massiv gespannt bin ich jetzt. Ja, okay, sie haben die Tür gefunden. Immerhin, immerhin, immerhin. Das sieht sehr gut aus. Alter, das hat geknurrt wie so ein T-Rex gerade. Ich glaube, die stehen gerade alle ineinander. Und da ist auch gerade so ein minimaler Stau. Das ist ein sogenannter Torstau hier, der sich da ergibt. Alter, Alter, die ganze Bison-Armee wird reingelassen jetzt. Die ganze Bison-Armee ist eine Flut. Eine Bison-Flut. Aber schön. Schön ist es. Wenn ich das mal jetzt so festhalten darf. So unverblümt. So, jetzt gucken wir mal. Was haben die denn so für Lebensqualitäten? Ah, Fels fehlt. Nee, zu viel Fels haben sie. Gras lang und so können sie ganz viel haben. Okay. Ja, scheiße. Dann ist das mit dem Fels ja gar nicht so eine gute Idee gewesen. Warte, dann machen wir das halt wieder rückgängig. Dann machen wir halt hier wieder mehr Gras lang. Langgras. Dann machen wir halt wieder einen Grashügel draus. Verdammt nochmal. Vielleicht nicht ganz so viel. Schon da vorne den Fels auch lassen eigentlich. Und dann lieber hier wieder mehr so ins Grüne gehen. Es ist einfach zu viel. Sie wollen einfach nicht diesen Fels haben, den ich denen reingemacht habe. Sie wollen das einfach nicht. Ich glaube, wir müssen statt Fels einfach Erde nehmen. Bei Erde können sie ein bisschen mehr vertragen. Dann nehmen wir einfach schwere Erde. Das sieht fast genauso aus. Jetzt habe ich natürlich wieder Fels rau genommen. Ich verwechsel die immer, ey. Ich verwechsel immer schwere Erde und rauen Fels. Toll, jetzt habe ich das hier so schön eingefelst. Jetzt habe ich so schön hier den Felsen eingefelst. Und was mache ich jetzt? Jetzt muss ich das alles wieder entfelsen. Die blöden Bisons, ey. Aber es wird irgendwie nicht weniger. Irgendwie wird es nicht weniger. Ich verstehe das gerade nicht. Es wird auch nicht mehr. Verstehe ich nicht. Egal, warte mal. Ah, doch. Ah, hier am Rand. Ah. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen mehr machen. Warte mal, da können wir sogar den Pinsel größer machen. Ah, nee, können wir nicht. Dann malen wir in das andere Gehege rein. So können wir ihn machen. Die Textur da am Wasser ist ja auch Fels. Glaube ich. Das ist, glaube ich, glatter Fels. Nur so eine Vermutung hier gerade.
Jetzt haben wir wieder zu viel Erde. Das haben wir gleich. Ist egal. Erstmal die Fels wegmachen. So, jetzt haben wir Felsen auf dem Niveau, auf dem wir es haben wollen. Jetzt brauchen wir wieder mehr Gras. Erstmal mehr langes Gras nochmal. Ein bisschen mehr hier so. Genau, so. So lassen wir das jetzt. Pflanzen reichen denen aus. Das machen wir später noch mit Wasserpflanzen und so. Ja, Wahnsinn. Genau. Die ersten paar Bisons sind jetzt drin. So, das heißt, jetzt müssen wir noch die anderen Bisons, die noch nicht in der Quarantäne drin sind, die müssen wir jetzt erstmal in die Quarantäne packen. Ah, Mann, das ist immer so ein Einzelgeklicke. Verlegen. Verlegen. Oh, ich sehe schon, aus Versehen haue ich nochmal irgendeinen von diesen Bisons in so ein Bärengehege rein. So, jetzt haben wir das. Dann können die da auch verlegt werden. So, jetzt brauchen wir noch hier erstmal einen Zugang, weil damit das hier auch mal fahren kann, brauchen wir da natürlich einen Eingang. Ja, der ist natürlich wieder auf der anderen Seite, da wo wir nicht hinkommen so einfach. Das ist jetzt natürlich doof. Warte mal, wir brauchen so eine Station. Wir müssen das nochmal bearbeiten hier. Wir brauchen so eine Station, wo wir auf der einen Seite, auf der Seite hier beides haben. Ein- und Ausgang. Das muss ich nochmal gucken. Wie kann man das hier genau? Was ist denn das dann? Station rechts müsste das sein. Ja, genau so. So brauchen wir das. Genau, und jetzt einfach hier Station 6. Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Genau. Eingang mit Weg verbinden. Oh, warte mal, aber nicht mit so einer Textur. Was? Da haben wir nicht andere Texturen noch? Warum denn diese komischen Dinger da? Warte mal. So geht das ja nicht hier. Nee, das. Ach, scheiße, wir müssen den nehmen. Blauer Warteschlangenweg. Das sieht ja mal hässlich aus. Haben sie da nicht bessere Texturen nehmen können? Das sieht ja mal ultra hässlich aus. Naja, gut. Egal. Können wir halt jetzt nicht ändern. Ist halt jetzt so. Können wir uns nicht aussuchen. Dann suchen wir es uns auch nicht aus. Dann nehmen wir das jetzt einfach. So, und jetzt gehen wir einfach da in die Ecke. Genau. Ja, so. Genau. Das ist der Eingang. Und dann brauchen wir noch den Ausgang. Den machen wir jetzt einfach so hier hin, genau. Bam. Und jetzt stellen wir das schon mal auf Test. Und ich glaube, wenn es eine Tour gemacht hat, das Boot, dann ist der Test vorbei. Oder warte mal, ich will das noch anders machen. Moment, Station 6. Ich will den Weg hier. Ich will den Eingang nochmal anders machen. Das ist irgendwie komisch, warte mal. Lasst uns das mal lieber noch so machen, weil ich glaube, da werden doch schon einige Leute auch versuchen mitzufahren. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof, wenn wir da ein bisschen mehr Platz lassen einfach. Also wenn wir den einfach, wenn wir die Warteschlange einfach länger machen. Weil erfahrungsgemäß, so Fahrgeschäftsattraktionen sind sehr beliebt. Da spricht die Planet Coaster Erfahrung aus mir. Warte. So, so. So und so, genau. Machen wir es mal genau so. Dann haben wir nämlich hier eine schöne lange Warteschlange. Und dann sehen sie beim Warten auch ein bisschen was. Dann können sie ja die Tiere da schon beobachten von dort aus. Das ist schon gar nicht so schlecht. Dann sind sie nicht so angefressen. Ich weiß tatsächlich, dass man mehrere Schiffe haben kann. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, die Schiffsanzahl zu erhöhen, weil in der Beta ist es uns dabei abgeschmiert, als wir das gemacht haben. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Aber das sieht schon mal sehr gut aus hier, wenn ich das mal sagen darf. Wenn nicht hier ständig irgendwas passieren würde, was meine Aufmerksamkeit bedarf, würde ich sogar mal mitfahren. Aber ja, der hier hat auch irgendwie gerade ein Problem. Geht zum Forschungszentrum, er macht den Moonwalk dabei.
Ja, aber was für ein, okay, das ist Merlin Sweeney. Pass auf. Das ist jetzt hier Michael Jackson. Bam. Michael Jackson. Ey, Alter, wen haben wir jetzt alle schon im Park? Wir haben Jesus Christus, wir haben Dwayne Johnson, wir haben Michael Jackson. Wir haben so viele Leute im Park. Ey, es ist der Wahnsinn, ey, wirklich. So viele geile Angestellte. Das ist der Promi-Park, ey. Da muss ich ja eigentlich direkt irgendwie so ein Dschungelcamp draus machen noch. Der Wahnsinn. Ist nur ein bisschen bedenklich, dass über die Hälfte meiner Promi-Angestellten tot ist. Aber naja. So ist das. Man kann nicht alles haben. Dafür haben sie Zauberkräfte. Ich muss mal das Gras wegmachen. Nachher werden wir noch hier überprüft oder so. Und dann habe ich hier so viel Gras, das geht nicht. Also. Play drücken. Oh ja, cool, wie es da unten drunter durchfährt, ey. Gänsehautmoment. Meine lieben Freunde, Gänsehautmoment. So, ist die Quarantäne jetzt schon abgeschlossen? Ups, wer war das? Irgendwer hat sich beschwert. Ich hab's weggedrückt. So mache ich das für gewöhnlich immer, wenn jemand sich beschwert. Technikforschung ist abgeschlossen. Du brauchst noch ein Männchen-Bison. Ja, das stimmt wohl. Halt, warte mal. Ich brauche vor allem noch... Oh Gott, wer war denn jetzt hier nochmal der Forscher von den 300 Leuten? Janet Ingram, wa? War das? Nee. Jesus Christus nicht. Wanda Hutchinson? Nee, war es auch nicht. Rodrigo Galloway war das. Rodrigo. War doch Rodrigo, oder nicht? Ach, ist jetzt egal. Rodrigo wird das schon wissen, ob er forschen soll oder nicht. Ich kann auch nicht runterscrollen. Jetzt kann ich's. Ja, wir haben ja eigentlich schon fast alles. Fehlen nur noch die beiden Sachen. Geil. Dann drück mal Play. Dr. Snoopy hier ist im Park. Kann ich noch wen grüßen? Du hast heute bereits die maximale Anzahl gegrüßt. Ja, man kriegt 100 Punkte tatsächlich fürs Grüßen. Maximal pro Tag. Sind die Bisons jetzt endlich durch? Komm, warte mal. Wir holen die unten. Was? Ah, großer Panda wird bei deiner Altersschwäche sterben. Hulin! Dann holen wir ihn aus dem Park raus, würde ich sagen. Welcher ist das? Maiksu? Wo ist Hulin? Hulin! Umsiedeln? Ach, ich kann ihn jetzt nur noch umsiedeln. Ich kann ihn nicht mehr ausbildern. Schade. 20 Jahre ist der alt. Dann lasst uns mal das Weibchen... Ah, das kann ich auch nur rausgeben. Die wird nämlich auch bald sterben. Unsere Pandas sterben! Nein! Nein! Aber sie haben Babys gemacht nochmal vorher. Sie waren fleißig. Sie haben nochmal ordentlich das getan, was die Natur ihnen vorschreibt. Und du, was ist mit dir? Du bist dann das einzige Weibchen hier. The Lone Survivor. Okay, egal. Ist es schon tot? Sieht so tot aus. Ich kann ihn auch nicht anvisieren hier. Du wirst doch jetzt nicht tot umfallen. Ah! Wo bin ich gelandet? Ich bin oben auf der Brücke. Ah! Kamerawahnsinn. Ich glaube, er ist tot. Ja, er fällt um. Nein, ich darf es nicht sehen. Die Kamera ist dagegen. Oh nein, er ist gestorben. Er ist gestorben, der Panda. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, ich darf nicht, ja, die Kamera macht mich weiter da. Forschung abgeschlossen. Und Veterinärforschung abgeschlossen. Nein, warum? Der Panda. Ja, ja, das ist nicht euer Ernst. Der hat sich da jetzt nicht wirklich hingesetzt und guckt den an. Er sagt ja gar nichts mehr. Kann mal jemand gucken, ob es dem gut geht? Zu viel... Ja, wie die Zunge raushängt. Voll gemein. Zu viel gegessen. Ist zu dick geworden. Eindeutig Verstopfung. Dass euch das nicht auch passiert. Hä? Ihr müsst aufpassen beim Essen. Knuffiges Ding. Ich will dich haben.
Komm raus aus dem Spiel. Komm hier neben mich. Komm hier neben mich. Kannst du mitkommentieren. Kannst du mithelfen. Ja. Keine gute Panda-Pflege. Die sind alt geworden, Mann. Die sind an Altersschwäche gestorben. Wenn es keine gute Pflege wäre, hätten sie keine Kinder gemacht. Bam, in your face. Beweise gegen Behauptung an der Stelle. So. Genau. Unsere Bisons fühlen sich wohl. Veterinärforschung ist schon wieder abgeschlossen. Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. Erdferkel. Ah, Quarantänebereich überstanden. Sehr gut. Dann holen wir gleich die drei Bisons, die noch fehlen. Oder vier oder was auch immer. Alle und bewegen. Sehr gut. Alter, wie das hier plötzlich voll wird. Boah, ich glaube, wir haben hier eine Möglichkeit zum Gelddrucken gefunden gerade. Warte mal. Ich muss, glaube ich, ganz schnell hier mal Einrichtungen platzieren. Also erstmal vor allem Mülleimer, sonst müllen die mir da alles voll, die Gäste. Die Gäste sind nämlich alle Schweine, die sich nicht benehmen können. Deswegen kommen hier gleich erstmal Mülleimer hin. Bevor wir hier irgendwas anderes machen, machen wir da Mülleimer hin. Da und da. Und da laufen auch welche rum. Alter, das ist mal ein beliebtes Gehege hier. Guckt euch das an, ey. Schön, wie ich die Mülleimer auch in den Fels reinbaue. Egal. Das fällt überhaupt gar nicht auf. Gar nicht fällt das auf. So, dann lasst uns mal Spendenboxen aufstellen. Dann können sie wieder mit ihren Münzen Zielwerfen machen hier, die Leute. Münzweitwurf. Jawohl, ja. Absolut nice und hervorragend. Wie viele habe ich jetzt hier aufgestellt? Ich kann sie gar nicht erkennen. Lolligerweise kann ich sie gar nicht erkennen. Da steht eine. Es sind so viele Leute da, man sieht die Spendenboxen gar nicht. Vielleicht hier noch eine. Und hier noch eine. Wunderbar. So, bei den Einrichtungen für Bildung müssen wir natürlich noch Strommöglichkeiten noch aufstellen. Ist da eine Wasserbereitung so in der Nähe, dass die da auch aufbereitet? Oder, warte mal. Die müsste eigentlich da in dem Radius drin sein. Ach shit, die ist ganz knapp nicht drin. Na gut, da müssten wir die... Wenn wir die ein kleines bisschen nach hier drüben ziehen würden, was nicht geht, weil da der Weg von dem Gebäude ist, dann könnten wir das, das und das mit drin haben. Oder wir bauen einfach noch eine Aufbereitungsanlage. Meine Güte, wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Verrückt. Krass. Und natürlich haben die Bisons wieder nichts Besseres zu tun, als alles voll zu kacken. Ich glaube, das Schiff hat jetzt eine Runde abgeschlossen, oder? Wir können hier, glaube ich, mal eröffnen jetzt. Ja, wie sie sich da an den... Die Gäste sind auch wieder schlau. Die stellen sich da beim Ausgang hin, weißt du? Damit sie die Tiere besser sehen können. Da blockiert ihr doch die Leute. Die da raus wollen. Station geöffnet. Ja, und machen die jetzt was? Kann ich es mir trauen, noch weitere Schiffe hinzuzufügen? Noch weitere Boote? Ich warte mal. Ich speichere mal ab vorher und dann mache ich mal noch ein weiteres Boot. Wann ist im Zoo angekommen? Ja, wann? Also. Ah, da muss ich das wieder bearbeiten, ne? Ah, ne, komm, dann lassen wir das. Dann erhöhen wir erstmal die Geschwindigkeit ein bisschen. Mehrere Tiere leiden unter niedrigem Wohlbefinden. Also ihr dürft gerne mitfahren, ihr komischen Gäste. Oder kostet das eigentlich Geld? Potenzielle jährliche Einnahmen. Ja, das kostet Geld, wenn die da mitfahren wollen. Warte mal. Ticketpreis. Da machen wir doch gleich mal 4 Dollar draus, wa? Das kann ja wirklich wahr sein für 1 Dollar da. Mehrere Probleme. Oh, Japan-Makaken. Was ist da los? Warum geht's denen denn schon wieder so schlecht? Was ist denn das jetzt wieder? Füttert da wieder keiner? Durstig. Hä? Die haben doch Wasser. Haben die nicht Wasser?
Wo ist denn der? Da ist doch das Wasser. Vielleicht stelle ich denen draußen nochmal Wasser auf. Ernährungszustand. Flüssigkeit. Ja, oh shit, warte mal. Gehege? Warum? Ah. Gah! Los, trinkt. Trinkt, ihr Affen, trinkt. Die Warnungen kommen aber auch immer zu spät, ne? Das muss man auch mal sagen. Los, holt euch Trinken. Da ist Trinken, vor eurer Nase. Es ist direkt da. Es ist direkt hier. Ihr müsst nur hinlaufen. ihr seid wieder zu doof dazu. Dann habt ihr es nicht anders verdient zu sterben, ohne Witz. Wenn ihr zu doof seid zum Trinken, dann habt ihr es nicht anders verdient, als drauf zu gehen. Meine Güte, das ist eigentlich... Ich sehe schon, dieser Berg wird irgendwann zu einem riesigen Kackhaufen einfach. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao.